Das Schöne bei Schnee ist ja, dass der Schnee eigentlich wie das Papier ergibt und darauf sitzen die Dinge und werden wie anders sichtbar, als wenn es keinen Schnee gibt. Die Ausstellung von Silvia Bächle im Kunstmuseum St. Gallen nennt sich Far Apart, Close Together, weit weg, weit entfernt, nahe beisammen. Und deutet eigentlich so etwas wie Räumlichkeit an. Und das ist eigentlich auch das Thema der Ausstellung, nämlich eine Zeichnerin zu zeigen, die eigentlich mit dem Raum arbeitet. Es geht also um die räumlichen Aspekte eines im Grunde zeichnerischen Schaffens bei Silvia Bächle. Am besten geht zeichnen, wenn man nicht eine ganz klare Vorstellung im Kopf hat, sondern man hat Anfänge oder man hat Bilder im Kopf und merkt, gewisse Teilstücke fehlen. Dann fängt man an und merkt dann eigentlich auch während dem Zeichnen, dass man Teile ergänzen darf. So kommt man vielleicht zu etwas ganz Neuem, was man sich gar nicht vorgestellt hat vorher. Es gibt zwei Zeiten in meiner Arbeit. Das eine zuerst schnell die Zeichnungen malen oder zeichnen und dann der Aussuchprozess, der viel länger dauert. Ja, man kennt Silvia Bächle in der Tat durch ihre Tuschezeichnungen, durch ihre schwarzen Gouachen. Ich denke mir, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Der Einstieg in die Ausstellung ist vielleicht selbst für Vertraute von Silvia Bächles Schaffen eine ziemliche Überraschung. Es sind rigide, strenge Rasterstrukturen, aber natürlich in ihrer ureigenen Art aufgehoben, aufgelöst. Der strikte Grid der klassischen Moderne wird hier in ein legeres Raster überführt. Und hier wird eigentlich Grundlagenarbeit geleistet, dass man quasi umgeben ist von diesen Rastern, dass die Zwischenräume zwischen den Zeichnungen genauso wichtig werden wie die Zeichnung selbst. Fotografie und Zeichnung schließen sich, glaube ich, bei mir nicht aus. Man kann gewisse Dinge zeichnen, andere kann man eher fotografieren. Aber ich glaube, die Fotos haben eine ähnliche Stillheit wie die Zeichnungen. Deshalb kann man die sehr gut nebeneinander anschauen. Das Schönste an Ausstellungen ist ja eigentlich, wenn sie einen überraschen. Und das war bei Silvia Bächle hier mehrfach der Fall. Man wird Dinge in dieser Ausstellung entdecken, die man noch nie gesehen hat. Ja, Silvia Bächle ist eine der auch international herausragendsten Vertreterinnen der zeitgenössischen Zeichnung, die gerade hier in diesen wunderbaren Ausstellungsräumen des Kunstmuseums St. Gallen perfekt zur Geltung kommt.